Hallo zur neuen Wochenschau. Bahnlinie weiter gesperrt. Zum Schulbeginn fahren im Kreis Vechta keine Züge, denn die Sanierung der Bahnstrecke endet erst am 8. August. Für einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ist gesorgt. Und Lohne wird zum Etappenziel einer Spendenorganisation. Wir Superhelden legt im Rahmen einer Radtour am 20. August einen Halt ein. Das gemeinnützige Unternehmen unterstützt Kinder- und Jugendheime in Deutschland, unter anderem auch die Einrichtung Marienhain in Vechta. Ausführliche Informationen zu diesen beiden Themen findet ihr am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die UV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.ov-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die UV kommt mit in den Urlaub. Von Samstag bis Montag ist in Damme Schützenfest. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit dem Festumzug zum Schützenplatz. An allen Tagen gibt es Live-Musik und der Eintritt ist frei. Und von Freitag bis Samstag findet das Staatsforsten umsonst und draußen Festival in Büschel statt. Start ist dort am Freitag um 18 Uhr. Camper können bereits schon ab 12 Uhr anreisen. Weitere Infos gibt es jetzt von den Veranstaltern, die meine Kollegin Viktoria Willenborg zum Interview getroffen hat. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und am Montag findet ihr dann in der UV die Berichterstattung vom Festival und natürlich auch vom Schützenfest. Ich spreche jetzt mit Mitorganisator Johannes Heckmann und Alexander Engelmann, dem ersten Vorsitzenden des Vereins Staatsforsten Open Air. Was ist denn das Besondere in diesem Jahr, Johannes? Ja, das Besondere ist, dass wir eine größere Bühne haben, da die Bands irgendwie dann nochmal eine Runde gewachsen sind. Wir haben unter anderem Berlin Boom Orchestra mit über 10 Mitgliedern und The Prosecution, die auch mit einer großen Truppe anreisen. Dafür brauchen wir dann eine größere Bühne. Und dann haben wir zum ersten Mal dieses Jahr unseren Plattenspieler-Area, wie er genannt wird, wo nach den Auftritten der Bands noch DJs auflegen. Das Ganze wird atmosphärisch cool gestaltet durch ein großes Sonnensegel. Genau, und das sind eigentlich so die Besonderheiten oder Neuerungen dieses Jahr. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich mich auf die 4 Locals freue, die wir an dem Facebook-Voting ermittelt haben, denn mir liegt eben echt viel an dem musikalischen Nachwuchs dieser Gegend. Ich bin ja selber irgendwie groß geworden hier als Musiker und durfte hier auch schon häufig spielen und das macht einfach was mit einem, persönlich als Musiker, und ich bin einfach gespannt, was die auf die Beine stellen. Und worauf freust du dich, Johannes? Also ich freue mich am meisten auf Knallfrosch Elektro, die als letzte unsere Bühne dann nochmal richtig auseinandernehmen werden. Da ist dann so ein bisschen die Anspannung final abgefallen, das meiste vom Festival ist dann vorüber und dann kann man nochmal die Sau rauslassen.